Konnichiwa, minasan, ichi ni benkyou shimashou. Oder so ungefähr. Hey, es ist schon wieder eine Weile her. Die Wohnung ist immer noch nicht fertig, deswegen noch kein weiteres Update. Aber ein bisschen was ist schon da, wie ihr im Hintergrund seht. Aber kommen wir zum eigentlichen Thema. Wer von euch kennt den GLPT? Japanese Language Proficiency Test. Wer schon eine Weile Japanisch lernt, hat bestimmt schon mal von diesem Test gehört. Und zwar ist der GLPT ein Test mit 5 verschiedenen Stufen, wo man eben sein Japanisch-Level prüfen lassen kann. Das Ganze beginnt bei N5 mit der niedrigsten Stufe und geht hoch bis zu N1, der höchsten Stufe, die angeblich sogar fast schwieriger als Muttersprachniveau sein soll. Habe ich bisher schon mal an einem GLPT-Test teilgenommen? Nein. Wollte ich das schon? Ja, wieso ist es nie dazu gekommen? Keine Ahnung. Wenn ich ehrlich bin, liegt es daran, dass ich die Deadline zum Anmelden immer vergessen habe bzw. verpasst habe und dann irgendwie dachte so, vielleicht kann ich ja beim nächsten Mal schon ein höheres Level machen und dann irgendwie wieder die Deadline verpasst habe und ja gut. Aber in diesem Video soll es nicht vorwiegend um meine GLPT-Erfahrungen bzw. Nicht-Erfahrungen gehen, sondern um euch auch, sag ich mal. Und zwar habe ich gedacht, ja, ich möchte den GLPT im Dezember machen, dieses Jahr dann doch endlich mal, und ich möchte wirklich dafür lernen und mich rechtzeitig anmelden und es nicht verpassen. Und ja, wenn man im Internet etwas rausposaunt, dann denkt man meistens noch ein bisschen mehr daran, dass man das sich vorgenommen hat, und deswegen ist das hier das Video, in dem ich das der Welt mitteile. Aber mich interessiert auch, wer von euch denn den GLPT machen möchte, ob schon mal jemand einen gemacht hat. Und vor allen Dingen, wer jetzt aber im Dezember ebenso ein GLPT macht oder machen möchte. Und ja, ich habe gedacht, wir können uns einfach mal ein bisschen austauschen, womit ihr so lernt, womit ich so lerne. Ein bisschen Updates gegenseitig geben, und ich dachte, dass das ein ganz cooles Format werden könnte, dass wir sozusagen bis Dezember gemeinsam ab und zu mal so ein bisschen uns updaten. Vor allen Dingen ich euch. Vielleicht einmal so im Monat, habe ich gedacht, könnte man so ein Video machen. Und ja, es geht mir also vorwiegend darum, habt ihr schon den GLPT gemacht? Was würdet ihr für Lernmaterialien empfehlen? Wollt ihr einen machen und seid bereits schon beim Lernen dabei? Dann gleiche Frage, was für Lernmaterialien benutzt ihr und was würdet ihr empfehlen? Und ja, habt ihr noch nie von diesem Test gehört und findet ihr das jetzt super interessant? Und dann vielleicht doch kurz zu mir und meiner GLPT-Geschichte. Also ich wollte eigentlich, bevor ich nach Japan gehe, diesen Test irgendwann mal machen. Das ist aber völlig untergegangen und dann habe ich es halt nie gemacht. Dann wollte ich den Test zu den 2 Terminen, die ich während der Zeit, die ich in Japan war, hatte, dort auch machen. Aber irgendwie, ja, ist daraus auch nichts geworden. Und bisher war ich dann ein bisschen zu beschäftigt, habe aber auch immer wieder diese verdammte Deadline verpasst. Jetzt möchte ich den GLPT dieses Jahr im Dezember machen. Und zwar möchte ich die Stufe N3 machen. Das ist also die mittlerste Stufe. Und die mittlerste. Kann man mittler überhaupt steigern? Ich kann schon nicht mal Deutsch reden. Ich habe mich für N3 entschieden, weil meine Kurse in Japan, die ich genommen habe zuletzt, alle auf N3-Niveau waren. Das heißt, ich habe eigentlich schon auf diesem Level gelernt. Und ja, andererseits denke ich, das Ganze kostet ja auch Geld, diesen Test zu machen. Also man muss eine Anmeldegebühr oder Teilnahmegebühr bezahlen. Und deswegen habe ich gedacht, lohnt sich es nicht unbedingt mit N4 zu starten, da ich ziemlich überzeugt bin, dass ich N4 schon irgendwie schaffen würde. Und N3 wäre dann eher nochmal eine kleine Herausforderung. Also für N3, da weiß ich, da muss ich wirklich nochmal lernen. Da muss ich mich wirklich anstrengen und sagen, ich will das jetzt auch wirklich. Und ich finde, ja, deswegen kann ich halt direkt mit N3 anfangen und nicht unbedingt N4 machen. Weil wenn ich dann durchfalle, dann ist es nicht so schlimm, weil ich mir sage, okay, ich hätte ja jetzt auch N4 machen können und den hätte ich geschafft, aber so what, N3 möchte ich mindestens auf jeden Fall machen, wenn ich schon irgendwie ansatzweise auf diesem Niveau bin. Und genau, deswegen habe ich mich entschieden, N3 zu machen, und wenn ihr euch für ein anderes oder auch das gleiche Niveau entschieden habt, schreibt mir gerne mal, warum, wieso, weshalb. Kurz zu der Art und Weise, wie ich lerne. Wie eben schon erwähnt, habe ich in Japan zuletzt Kurse auf N3-Niveau besucht, an meiner Uni damals. Das Problem ist nur, das ist jetzt auch schon wieder über ein halbes Jahr her,
Und ja, seitdem lerne ich Japanisch eigentlich nur, indem ich halt entweder Serien schaue, Musik höre, also auf Japanisch natürlich, oder eben dann ab und zu mal mit Japanern mich unterhalte. Aber ja, für den GLPT reicht das, glaube ich, nicht so richtig aus. Also da sind ja schon die verschiedenen Bereiche wie Leseverständnis, Hörverständnis etc. doch schon ein bisschen vertieft. Und gerade bei N3 ist die Grammatik auch nicht so einfach. Also das ist schon nicht mehr nur Alltagsgrammatik, würde ich behaupten. Und deswegen muss ich jetzt auch wieder lernen. Und klar könnte ich jetzt meine alten Bücher rausholen, aber ja, ich finde immer, wenn man mit einem Buch lernt, das man schon mal benutzt hat, also was man schon mal durchgearbeitet hat, ist es irgendwie noch schwierig, viel Neues rauszuholen. Klar kann man viel auffrischen, aber wirklich das Gefühl zu haben, okay, ich mache das jetzt nochmal richtig, da bin ich einfach nicht so der Mensch für. Also ich denke mir dann so, ja, das weiß ich, das habe ich auch schon mal gemacht, und dann weiß ich es eigentlich doch nicht 100%. Deswegen habe ich mir zwei Bücher gekauft, und zwar einmal das hier. Das ist jetzt Leseverständnis einfach nur. Also da geht es wirklich nur um Leseverständnis, weil ich denke, dass ich da noch die größte Ausbaumöglichkeit habe, weil Kanji ziemlich schwer sind. Und dann habe ich noch dieses hier, das ist so ein allgemeines N3-Buch, wo man halt die verschiedenen Aufgabentypen hat, würde ich behaupten. Und also hier ist das auch so mit den Aufgabentypen. Und während ich mit diesen Büchern gelernt habe, habe ich gemerkt, dass auch schon die Bücher, die ich in Japan im Unterricht benutzt habe, von den Aufgabenstellungen her ziemlich angelehnt waren an den GLPT und auch die Tests, die ich hatte, teilweise in so eine Richtung gingen. Das finde ich ziemlich gut, das hat mich sehr überrascht, weil ich überhaupt keine Ahnung hatte, wie so GLPT-Aufgaben aussehen. Und dadurch denke ich, dass ich vielleicht ganz gut damit klarkommen werde. Ja, aber wie das dann in echt aussieht, das ist immer noch mal so eine andere Sache. Wie eben schon erwähnt, versuche ich halt viel mit Japanern auch aktiv zu sprechen, entweder halt hier in Deutschland vor Ort oder über Skype mit ein paar Freunden dort. Und irgendwie auch Serien zu schauen, Musik zu hören, einfach mein Hörverständnis oder mein Sprachgefühl für die Sprache allgemein aufrecht zu erhalten und das nicht irgendwie über die Zeit ja, zu vernachlässigen, wobei ich auch schon merke, dass ich schon einiges vergessen habe. Und ich würde sagen, für das erste Video ist es soweit alles. Ich würde mich wirklich freuen, wenn sich ein paar Leute finden, die sagen, hey, hier, ich mache auch den GLPT im Dezember. Und wenn wir uns einfach immer mal so ein bisschen gegenseitig updaten könnten, fände ich eigentlich ziemlich cool, da man sich vielleicht so ein bisschen gegenseitig pusht. Mal sehen, ob das funktioniert. Ich hoffe, dass ich mich selbst damit auch ein bisschen mehr motivieren kann. Genau. Deswegen schreibt fleißig Kommentare, ob ihr das auch macht oder auch wenn ihr schon gemacht habt, was ihr so für Bücher empfehlen würdet, etc. etc. Habe ich alles schon mal erzählt. Deswegen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Danke fürs Zusehen.